Heute sprechen wir wieder zusammen. Ich hoffe, ihr werdet euch diesmal mehr an der Diskussion beteiligen. Heute sprechen wir wieder über die letzte Folge Fashion Hero. Also ich finde, generell waren die Designer jetzt nicht so spektakulär wie letzte Woche. Also ich fand die in der ersten Folge viel besser. Da waren viel mehr, die meinem persönlichen Geschmack entsprochen haben. Diesmal war es auch wieder so, dass ein paar Sachen dabei waren, wo ich dachte, ey, wird es im Laden hängen? Ich würde es mir anschauen. Also die zweite Folge jetzt nicht so mega spannend, muss ich ehrlich sagen. Also vielleicht ist es auch, einfach so, weil es was ganz Neues gewesen ist, dass man noch so aufgeregt war und so, ja, noch nicht wusste, was passiert da so, in der ersten Folge jedenfalls. Und in der zweiten war es dann schon so, ja, da wusste man ja schon, ne, wie die Sendung funktioniert, wie die Show funktioniert und war nicht ganz so mega überraschend alles. Auch die Einkäufer, die Sachen, die sie gekauft haben, da war jetzt ehrlich gesagt nichts bei, wo ich gesagt hätte, ja, muss ich jetzt haben, fand ich toll. Also dieses grüne Kleid zum Beispiel fand ich auch so, oh, ja, irgendwie auch mit diesem 60er Jahre Prilblumen Gedächtnis Blumenmuster fand ich jetzt nicht so dolle. Ja, die Hose, die ASOS dann ganz am Anfang gekauft hat, da habe ich eine lustige Geschichte zu. Und zwar hat, twitter ich viel während der Sendung und verfolge das natürlich auch so ein bisschen. Und ASOS twittert auch. Und kurz nachdem die Anne dann die Hose gekauft hatte für ASOS in der Show, twitterte ASOS, hey, wir verlosen zwei von den Hosen an dich, weil die Designer waren, das waren Zwillinge. Und wenn man im Zwillingslook rumlaufen will, dann kann man eben an dem Gewinnspiel mitmachen. Man musste dazu nur diesen Tweet retweeten und die Freundin verlinken, mit der man sich die Hose tragen wollte. Und ich habe gesehen, dass die Empathy25, die Nadine, vorher getwittert hatte, dass sie die Hose mega cool fand. Jetzt wusste ich nicht, ob sie das gesehen hatte, dieses Gewinnspiel, und habe dann für sie mitgemacht, quasi sie verlinkt. Und was soll ich sagen? Ich habe in meinem Leben noch nichts gewonnen und dabei ist es auch geblieben. Ja, passt auf, ich habe zwar gewonnen, also ASOS schrieb mir dann so, hey, Glückwunsch, du hast gewonnen und bla, schreib mir hier deine Adresse und so, habe ich auch gemacht. Ich habe mich total gefreut. Jetzt gar nicht so, weil ich die Hose besonders geil fand, sondern einfach, weil ich wusste, dass Nadine die geil fand und dass ich ihr damit eine Freude machen kann. Und ja, dann einen Tag später kam dann die Nachricht, also gestern, ja, nee, sorry, die Hose war nicht innerhalb von 10 Minuten komplett ausverkauft. Jetzt könnte man sagen, okay, wenn man ein Gewinnspiel macht, dann sollte man... Oh, sorry, ich klicke halt die ganze Zeit hier mit meinem Handy rum. Nervt euch wahrscheinlich. Also man könnte jetzt sagen, okay, wenn man ein Gewinnspiel macht, dann sollte man das wissen, ja. Sollte man eventuell Sachen zurücklegen, wenn man die verlosen will. Könnte sein, dass die innerhalb von 10 Minuten ausverkauft ist. Tja. So, dann kam also die Nachricht so, ja, hey, sorry, wir haben alles getan, aber Hose ausverkauft, weg, kannst du nichts dafür, ne, kannst du nichts, kriegst du nicht, Pech gehabt. Und ja, dann kam vorhin, vor einer Stunde ungefähr, eine Nachricht, eine E-Mail von ASOS und einem Gutschein. Ja, das ist klar, das ist nett, das ist... aber letztendlich ist es nicht die Hose, ja, die Hose, die sie verlost haben, und das ist einfach so, da geht es mir einfach ums Prinzip, das finde ich einfach nicht cool. Ich könnte jetzt auch sagen so, hey, ich verlose heute einen pinken Ferrari, schreibt mir dazu nur in die Kommentare etwas und auf jeden Fall dieses Video teilen, und dann teilt ihr wie bekloppt das Video, weil ihr denkt so, okay, ich bekomme jetzt vielleicht einen pinken Ferrari, mein Video wurde so oft geteilt wie in meinem Leben noch nie, ja, irgendwie voll der Bohai. Boah, voll geil. Und dann sage ich, nee, sorry. Pinke Farbe ist ausverkauft. Da kann man nichts machen. Es tut mir voll leid. Hier kriegst du einen Apfel für. Ist auch schön. Kann ich hier auch pink lackieren. Ja, ist kacke. Ist einfach kacke generell. Sowas ganz besonders, wenn man, ja, keine Ahnung, wenn man mal was gewinnt. Ne? Wie oft gewinnt man schon mal im Gewinnspiel oder irgendwas? Ja, nicht so oft. Ne? Also generell mache ich sowieso ganz, ganz selten überhaupt bei Gewinnspielen mit. Und das war das Erste, was ich fast gewonnen hätte. Ja, es war der Tag, an dem ich fast gewonnen hätte. Naja,
kann man nichts machen. Zurück zur Sendung. Also wie gesagt, ich fand sie insgesamt schwächer als letzte Woche. Wie empfandet ihr das? Fandet ihr das noch genauso spannend? Und die einzige Frage, die mich interessierte, was benutzt Claudia Schiffer für eine Haarpflege? Wie kann man denn so aufgehellte Haare haben, die so toll aussehen, so glänzen und so blond sind? Das ist ein Rätsel. Ja, das war's auf jeden Fall schon. Für heute ganz kurz, ganz kurz und knackig, schreibt gerne in die Kommentare, habt ihr euch was gekauft? Habt ihr noch was gekriegt? Wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch alles Gute bis dahin. Und tschüss. Tschüss. Sag mal tschüss. 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 So, sag tschüss. 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 Und tschüss. Und tschüss.